Good morning, AYC. Good morning, AYC. Nice to see the 144,000 here, the remnant of the remnant. Es ist schön, die 144,000 zu sehen, die Letzten der Letzten. You are specially blessed today. Ihr seid besonders gesegnet heute. You woke up early to be with the Lord and open His Word. Ihr seid früh aufgestanden, um mit dem Herrn zu sein und sein Wort zu öffnen. Our study today is a study entitled Business Unusual. Der Titel heute ist eine Studie über das Business Unusual. It is about having a bold and greater vision from God. Es ist darüber, wie man eine kühne und größere Vision mit Gott haben kann. Let me start off with a prayer and then we'll go into our study as you open your Bibles. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Father, we're going to read your word and we ask for your Spirit's presence to be with us. Herr, wir werden dein Wort öffnen und wir bitten dich um deinen Segen, dass er mit uns sein möge. Father, these are words of life. Herr, dieses sind Worte des Lebens. But we need the Spirit of life to bring life to our souls, Father. Herr, wir brauchen diesen Geist des Lebens, damit das Leben in unsere Seelen hineinkommt. Teach us, Father, from your word today. Herr, lehre uns von deinem Wort heute. Holy Spirit, tailor it for every one of us. Und Heiliger Geist, schneide es zu für jeden von uns. In Jesus name we pray. In Jesus Namen. Amen. Amen. I graduated in IT. Ich habe einen Abschluss in IT, in EDV. And when I graduated in IT, my first 10 years of my job was in aerospace and the airline industry. Und in den ersten 10 Jahren meines Arbeitslebens habe ich in der bei einer Fluggesellschaft gearbeitet. And after 10 years in developing software for aerospace and airlines, I moved to work for an American software company called Oracle. Und nach diesen 10 Jahren habe ich gewechselt den Arbeitsplatz und habe für eine amerikanische Firma Oracle gearbeitet. And this is one of the largest business software company in the world. Und das ist eine der größten Datenbankhersteller der Welt. You may have heard of Microsoft. They provide software for home computers, whereas Oracle provide more for business and enterprises. Ihr habt vielleicht von Microsoft gehört, die Software für Heimcomputer herstellt. Das ist eine Firma, die Software für das Business herstellt. I moved to Singapore in 1997 for this job. Und aufgrund dessen bin ich in 1997 nach Singapur gezogen. When I arrived in Singapore, something happened in that year. Und als ich nach Singapur kam, ist etwas passiert in diesem Jahr. I thought the Lord has opened up the door for me to do some amazing work there. Und ich habe gedacht, der Herr hätte mir große Möglichkeiten gegeben und einige Türen geöffnet. But what happened in 1997? Aber was ist in 1997 passiert? We have the Asian economic crisis. Da hatten wir die Asien Wirtschaftskrise. If you remember, we have the Korean War and all the currency collapsing against the US dollar. Und wir hatten den Koreakrieg und die ganzen Währungen, danke schön, sind einfach in den Keller gegangen. And what happened was that when I came to start the business, to start a new business, instead of starting a new business, we are sacking people. Und obwohl wir geplant hatten, neue Geschäftszweige zu eröffnen, mussten wir Leute ehrlicherweise entlassen. And every time you go and do a contract with a customer in the morning, in the afternoon you go home, the contract is no longer valid. Und jedes Mal, wenn wir morgens einen Vertrag mit einem Kunden gemacht hatten, dann war am Abend dieser Vertrag nicht mehr gültig. Because the currency dropped again. Denn weil die Währung schon weitergefallen war. And all our contracts is in US dollars. Und alle unsere Verträge waren in US dollars. So it was very unusual time. Es war so eine sehr ungewöhnliche Zeit. I said, how do I grow a business? I'm hired to start up a business to service the airlines, the airport, the shipping and transportation customers. Denn so habe ich mich gefragt, wie kann ich denn einen Geschäftszweig eröffnen und meinen ganzen Kunden dienen? How do you do it when things are so unusual? Wie kann ich das denn machen, wenn das alles so ungewöhnlich ist? Instead of starting, we are closing business. Anstatt zu beginnen, mussten wir das Business wieder schließen. My boss said to me, Johnny, since you came, mein Boss hat mir gesagt, Johnny, seit du da bist, things got bad in Asia. sind die Dinge in Asien ziemlich kaputt gegangen. You're like a jinx, you know, you're like some trouble for us. Du bist also irgendwie verursachst du Schwierigkeiten. So I said, so boss, what do I do? We cannot do the whole thing the way we used to do. Und dann habe ich gesagt, Boss, was sollen wir denn jetzt machen? Wir können das ja nicht so tun, wie wir das eigentlich geplant hatten. He said to me. Und dann hat er zu mir gesagt,
we cannot do business as usual. It's time for business unusual. Und er hat mir gesagt, wir können nicht das Geschäft so weiterführen wie bisher. Wir müssen neue Wege finden. Wir müssen business unusual machen. Because we have a crisis. Denn wir haben eine Krise. When you're in crisis, you don't run business as usual. Und wenn du in einer Krise bist, dann kannst du nicht das normale Geschäft weiterführen. You do business unusual. Da muss man das Geschäft auf außergewöhnliche Art und Weise abwickeln. You do things that you don't used to do before. Da tut man Dinge, die man normalerweise eben nicht tut. Are we spiritually facing an end-time crisis to come? Und sind wir nicht geistlich auch da, gerade davor, eine Endzeitkrise vor uns zu haben? 2008, instead of an Asian crisis, we have a global crisis for finance. Und 2008, da hatten wir nicht nur eine Asienkrise, da hatten wir eine weltweite Finanzkrise. The weather, climate change, the weather, things are strange. It's unusual time that we live in now. Das Klima, das verändert sich, das Wetter verändert sich. Wir sind in ungewöhnlichen Zeiten. So how do I have a vision for God's work? Wie kann ich also eine Vision für Gottes Werk haben? God, what's your plan for me? Herr, was ist dein Plan für mich? What course should I study? Was sollte ich denn jetzt studieren? What career should I take? Welche Karriere sollte ich anstreben? Should I take a year off to be a mission after being inspired at AYC? Sollte ich nach dieser Inspiration hier ein Jahr Auszeit nehmen und Missionar sein? Do I go to this mission field or do I go to that mission field? Gehe ich in dieses Missionsfeld oder in jenes? You know, we go through this struggle in our mind. Und denken wir uns das in unserem Kopf und haben da unsere Schwierigkeiten. And we make this prayer, Lord, what is your will for me? Und wir beten, Herr, was ist dein Wille für mich? Sometimes I think we are praying the wrong prayer. Und manchmal glaube ich, beten wir das falsche Gebet. As if like God don't has a plan for you. God has a plan for you and me. Wir beten so, als hätte Gott gar keinen Plan für uns. Dabei hat er den doch. But we want to know what that plan is. Aber wir möchten doch gerne wissen, was dieser Plan für uns ist. God has 3 very important things for us to know before our plan is clear. Und Gott möchte aber, dass wir 3 sehr wichtige Dinge verstehen, bevor wir weitergehen können. And what is these 3 things? Und was sind diese 3 Dinge? Then your Bible is in Nehemiah chapter 1. Schlagt eure Bibeln mit uns auf in Nehemiah 1. Nehemiah chapter 1 is an incredible, by the way, Nehemiah is an incredible leadership book. Nebenbei bemerkt, Nehemiah ist ein unglaubliches Buch. Chapter 1 is about vision development. Das Kapitel 1 geht um Entwicklung einer Vision. Chapter 2 is change management. Und Kapitel 2 ist Veränderungsmanagement. Chapter 3 is resource planning. Und Kapitel 3 ist resource, also ja, Ressourcenplanung. Chapter 4 is conflict management. Und Kapitel 4 ist Konfliktmanagement. Chapter 5 is internal crisis. Und Kapitel 5 geht's um interne Krisen. And chapter 6 is to do with personal crisis. Und das letzte Kapitel geht um persönliche Krisen. To be a leader in God's work, we need to study his words. Und um ein Leiter, ein Führer in Gottes Wort zu sein, müssen wir sein Wort studieren. If you're studying university and you're learning management and strategy and you never learn the best management and best MBA book today, you are learning it today. Und wenn ihr in der Universität seid, dann say again. The best MBA book in the world today is this book, Nehemiah. Okay. Yeah. Also das ist das beste Buch, was jedes Buch in der Universität übertreffen wird. And so let's go to chapter 1. Lass uns also Kapitel 1 aufschlagen. The Bible says, Nehemiah, in the words of Nehemiah, the son of Hakaliah, it came to pass in the month of Cheslu, in the 20th year, as I was in Shushan, the citadel, that Hanani, one of my brethren, came with men of Judah, and I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity concerning Jerusalem. Dies sind die Erlebnisse Nehemias, des Sohnes Hachalias. Im Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich auf der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanai, einem meiner Brüder, und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche in der Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. And so Nehemiah said to him in verse 3, the survivors who are left from captivity in the province are there in great distress and reproach. And the walls of Jerusalem are broken down, the gates are burned with fire. And so when I heard these words, I sat down and wept and mourned for many days. Sie antworteten mir, die Leute in der Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttüre sind verbrannt. Und als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zum Herrn, zum Gott des Himmels. Daniel, Nehemiah, leave as a civil servant.
Genau wie Daniel war Nehemia ein Staatsangestellter. And he climbed up to the highest rank, one of the highest ranking officers in the government. Und er ist aufgestiegen zu einer der höchsten Positionen in der Regierung. He was the advisor to the king. Er war ein Ratgeber des Königs. If you look at verse 11, he was the cupbearer. Und wenn ihr euch Vers 11 anschaut, dann war er der Mundschenk. Very trusted position. Eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. You see, when we want to have a vision from God, we need to have three components. Ihr seht, wenn wir eine Vision von Gott haben möchten, dann müssen wir drei Komponenten haben. The first component is called a people group. Und die erste Komponente ist die People, die Menschengruppe. Lord, what is the vision for my life? Herr, was ist deine Vision für mein Leben? And Lord, the Lord wants to say to you, I want to tell you your people group. Und der Herr sagt dir, ich möchte dir eine Menschengruppe zeigen. Now, Nehemiah was in a good job. Nehemiah hatte einen guten Job. But as he heard the news from the people when they come back from Jerusalem, the Bible says he mourned and he cried. Und obwohl er diesen guten Job hatte, als er hörte, wie es den Menschen in Jerusalem ging, da hat er geweint. Why? Warum? I got a good job. Er hatte doch einen guten Job. I got a good influence. Er hatte doch einen tollen Einfluss. I got access to the king. Ich habe Zugang zum König. I got a good palace accommodation. Ich habe eine tolle Wohnung im Palast. Why did he mourn and he cried? Warum hat er getrauert und geweint? What happened when a person is successful in his career or his life and God makes somebody mourn and cry? Was ist hier also passiert, wenn jemand einen Erfolg im Leben hat und jetzt auf einmal anfängt zu weinen? Do you remember Moses in the book of Exodus chapter 2? Erinnert ihr euch an Moses im 2. Mose Kapitel 2? Exodus chapter 2 verse 11 to 13. Moses was looking out the balcony. Moses hat von seinem Balkon heruntergeguckt. He saw an Egyptian master beating a Hebrew slave. Und er hat einen ägyptischen Aufseher einen hebräischen Sklaven schlagen sehen. And Moses said, I can't stand it anymore. Und Moses hat gesagt, ich kann das nicht mehr aushalten. This cannot happen to my people. Das darf nicht passieren für meine Leute. But Moses, you got a good position. Aber Moses, du bist doch in einer guten Position. Dir geht's doch gut. You're going to be the next Pharaoh. Du bist der nächste Pharao. What has that got to do with you? Was hat das mit dir zu tun? But the Lord stirred Moses' heart and Moses goes down and beat the Egyptian out. Aber Moses ist so gestört dabei, dass er heruntergeht und diesen ägyptischen Aufseher totschlägt. Next day, und am nächsten Tag, two Hebrew slaves are fighting each other. Zwei von diesen hebräischen Sklaven kämpfen miteinander. And Moses tried to sort it out. Und Moses versucht das zu lösen. And they say, what's that to do with you? Und dann sagen die, was hat das mit dir zu tun? You see, Moses was stirred. Ihr seht, Moses war unruhig. He just can't stand anymore what's happened to his people. Er hielt es einfach nicht mehr aus, anzusehen, was mit seinen Leuten passiert. Nehemiah had the same experience. Und Nehemiah hatte genau dieselbe Erfahrung. I can't stand it anymore. What's happening to my Jewish nation, my people in Jerusalem? Was passiert mit meiner jüdischen Nation in Jerusalem? You see, God has for you a people group to reach out to. Seht ihr, Gott hat eine Menschengruppe, die er für euch ausgesucht hat. Some of you can't stand it anymore when you hear what happened to single parents. Manche von euch können es nicht mehr aushalten, wenn sie sehen, was mit alleinerziehenden Müttern und Vätern passiert. You hear about a divorce case and your hearts get stirred up. Why does that happen to women like this? Ihr hört von einer Scheidung und ihr seid zerstört am Boden und fragt euch, was passiert mit Menschen, die da rauskommen. Some of us get stirred up when we think about homeless people in the streets. Und manche von uns können es nicht mehr aushalten, wenn sie sehen, was mit Obdachlosen passiert. You have friends like that, don't you? Ihr habt doch bestimmt Freunde. They always got to go and buy something for them. Und dann geht ihr mal los und kauft etwas für die. I have a friend who always have lots of shopping grocery in the back of his car. Ich habe einen Freund, der hat immer so ein bisschen Einkauf in seinem Auto. And he drives to all the poor places in the city. Und dann fährt er zu diesen speziellen Punkten in der Stadt. People are begging on the streets. Und wo die Menschen betteln. He takes the bag out. Und dann nimmt er seine Tasche heraus, seine Einkaufstüte. With food in there. Mit dem Essen da drin. And the book Steps to Christ in there. Und dem Buch das Leben Jesu. He gives it to them. Der Weg zu Christus. He's just stirred up when he see homeless people suffer. Er kann es einfach nicht aushalten, wenn er obdachlose Menschen leiden sieht. Maybe you're stirred up with young people.
Vielleicht seid ihr auch unruhig, wenn ihr junge Leute seht. When you hear young people leave the church. Wenn ihr hört, wie junge Leute die Gemeinde verlassen. Lord, I'm sick and tired of that in our church. Herr, ich bin krank und ich bin müde. Why do we always lose our young people? Warum verlieren wir unsere jungen Leute? Maybe you go to campus and say, look at all these people that not heard the gospel. Und dann kommt ihr auf den Universitätscampus und dann seht ihr all diese jungen Menschen, die von Gott noch nichts gehört haben. For a bold and great vision, God must stir your heart with something. Für eine kühne und neue Vision muss dich Gott für etwas aufreißen. Every great leader in the Bible has a people group. Jeder große Leiter in der Bibel hat eine Menschengruppe, für die er sich sorgt. Peter is the apostle to the Petrus war der Apostel zu den Jews. Für den Paul was the apostle to the Paulus Gentile. War der Apostel für die Heiden. Daniel was called to speak to the leaders in Babylon. Daniel war berufen zu den Führern in Babylon zu sprechen. Jeremiah, his contemporary prophet, was in Jerusalem to speak to the people in the ruins. Kurz danach war Nehemiah dafür berufen zu den Juden in den Ruinen Jerusalems zu sprechen. Jonah was called to Nineveh. Jonah war nach Ninive berufen. Moses was called to take them out. Moses war berufen, die Israeliten herauszuführen. But Moses tried his own ways. Aber Moses hat seinen eigenen Weg versucht. He can't stand anymore. Er konnte es nicht mehr aushalten. But he used his own ways. Aber er hat seinen eigenen Weg gemacht. He went ahead of God. Er ist Gott vorausgeeilt. That's not the step. Das ist nicht gut. The second step is P. The second P is called prayer. Denn der zweite Schritt ist das zweite P und das heißt Prayer, Gebet. But before we read that, let's read this quotation from Ellen White. Aber bevor wir das lesen, lasst uns diese Zitat von Ellen White lesen. Dass uns ein Platz im himmlischen Wohnung bereitet ist, ist nicht sicherer, als dass uns hier auf Erden ein besonderer Platz bestimmt ist, in welchem wir für Gott wirken sollen. She said, as surely there is heaven, there is a place on earth that you and I are placed to work. Sie sagt im Wesentlichen, so sicher wie der Himmel existiert, so sicher existiert ein Platz für dich auf dieser Erde, wo du arbeiten sollst. God has a special place for you. Gott hat einen speziellen God Ort für dich. God has raised you up in such a moment of life of earth history to reach a particular group of people. Gott hat dich in dieser speziellen Zeit berufen für eine spezielle Aufgabe, für eine spezielle Menschengruppe. Maybe it's all those guys that you used to jam music with, the heavy metal music with. Vielleicht sind das deine alten Freunde, mit denen du dir immer die Heavy Metal Musik angehört hast. Maybe you went through a tough a relationship problem and God asked you to reach people who went through relationship problems. Und vielleicht bist du aus einer schwierigen Beziehung herausgekommen, die dich sehr verletzt hat, und vielleicht hat er dich dazu berufen, Menschen zu erreichen, die in dieser selben Situation sich befinden. Nehemiah chapter 1 again. Nehemiah Kapitel 1 wieder. You look at Nehemiah's reaction when you hear about that people group in Jerusalem. Schaut euch Nehemias Reaktion an, nachdem er die Situation sich angesehen. Verse 4 says he sat down and wept and mourned for days and fasted and prayed before the God of heaven. Vers 4 sagt, und als er das hörte, setzte ich mich nieder und weinte, tagelang trauerte ich. Scan your eyes from verse 5 to 11. What are these? Und überfliegt mal die Verse 5 bis 11. Worum geht's da? What are these? These are prayer. Das ist ein Gebet. 7 out of the 11 verses in Nehemiah 1 is prayer. 7 von diesen 11 Versen aus diesem ersten Abschnitt ist Gebet. When God stirs your heart and says, I can't stand anymore, Lord, pray. Und wenn ihr es merkt, dass Gott euer Herz berührt und ihr es nicht mehr aushaltet, don't do a Moses, betet. Then say, I am skilled, I'm the prince, I can go sort it out myself. Prescht nicht vor und sagt, hey, ich bin doch der Prinz, ich kann das doch alles, ich werde das jetzt alles lösen. Do what Nehemiah does. Tut, was Nehemiah getan hat. You may not know exactly the people group yet in your life. Vielleicht ist dir noch nicht ganz klar, welche Menschengruppe zu welcher Menschengruppe du berufen But bist. God will stir your heart. Aber Gott wird dein Herz berühren. When you pray, God is stirring your heart. Wenn du betest, wird Gott dein Herz berühren. Prayer aligns our heart with God's heart. Bete, dass sich dein Herz mit Gottes Herz vereint. It doesn't bring God down to us, but it brings us up to God. Das holt Gott nicht herunter zu uns, aber es hebt uns herauf zu Gott. It's a key to unlock the heaven storehouse. Das ist der Schlüssel, um das Lagerhaus Gottes des Himmels zu öffnen. If you look at chapter 1 verse 1 and chapter 2 verse 1, you notice that the two different Hebrew months are mentioned.
Und wenn ihr euch die jeweils ersten Verse des Kapitel 1 und Kapitel 2 anschaut, dann sind das zwei Worte desselben Monats. This represents about 4 months of duration between chapter 1 and chapter 2. Entschuldigung, es sind also 4 Monate dazwischen. Nehemiah prayed. Also Nehemiah hat gebetet. He pleaded with the Lord. Er hat gerungen mit dem Lord, what do I do? Herr, was soll ich denn tun? And while he was praying, und während er betet, he kept praying, da hat er weiter gebetet. The moment came. Kam der Moment. Chapter 2. Kapitel 2. Reading verse 4. Ab Vers 4. The king asked him, what do you request? Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? What did Nehemiah do? Und was hat Nehemiah gesagt? Great, the king wants to help me. Ah, da sagte er, ah toll, der König möchte mir helfen. Let's tell him what to do. Dann soll ich ihm mal gleich sagen, was wir tun müssen. This is what he did. Ist das, was er getan hat? Look at verse 4. Guckt euch Vers 4 an. He says he prayed to the God of heaven. Er heißt hier und er betet zu Gott im Himmel. Prayer was the DNA, the culture of Nehemiah. Gebet war die DNA, die Kultur Nehemias. The DNA and culture for people who wants a great and bold vision from God is prayer. Die DNA und die Kultur von Menschen, die eine große Vision für Gott haben möchten, ist Gebet. Lord, should I go to that mission field? Herr, soll ich in dieses Missionsfeld gehen? Sometimes we don't wait for prayer answers. Und oft oder manchmal warten wir nicht auf die Antwort. We say, Lord, give me a sign. Herr, gib mir ein Zeichen. Oh, if it rained today in Frankfurt, that means I must go. Hey, wenn es heute in Frankfurt regnet, dann heißt das, ich muss gehen. Oh, if he calls me 3 times, he's the guy I should marry. Oder wenn er mich 3-mal anruft, dann ist das der Typ, den ich heiraten soll. We ask for signs. That what? We ask for signs. Wir bitten um Zeichen. And then, we wait for circumstances. Oder wir erwarten bestimmte Umstände. Nehemiah prayed. Nehemiah hat gebetet. When he was praying. Und als er betete. He wasn't just sitting in a cave and just mumbling away. Da hat er sich nicht in irgendeine Höhle gesetzt und irgendwie so ein bisschen vor sich hingemurmelt. He was planning. Da hat er geplant. How do I know that? Woher weiß ich das? You notice that when the king asked him, what do you need? If you look at chapter 2, reading verse 5 onwards to verse 9, he told the king systematically what he needs. Denn wenn wir uns das Kapitel 2 anschauen, und als der König ihn fragt, was kann ich für dich tun, da hat er dem König systematisch einen Plan vorgelegt. The Bible tells us that he says, I need this timber, I need this pass through this territory. He had all the plan out. Und da hat er gesagt, hier, ich brauche diese Zutaten, ich muss ein freies Geleit durch dieses Territorium bekommen. When you pray, er hatte geplant. When you pray, God moves in your mind and tells you, what are the things that needs to be done? Und wenn du betest, dann zeigt Gott dir im Gebet, was die Dinge sind, die du erledigen musst. You plan. Du planst. We call it scenario planning. Und das heißt Szenarioplanung. What if this happened? Was ist, wenn dies passiert? Lord, what do you want me to do? Herr, was willst du, dass ich denn tue? What if this happened? Was ist, wenn jenes passiert? What do you want me to do? Was soll ich dann tun? Sometimes we pray as if like we're just waiting for a lightning to strike us. Aber oft beten wir und erwarten nur, dass uns irgendein Blitz schlägt. God says, you have brains. Und er sagt aber Gott, hey, I give you a mind to think. Ich habe euch doch ein Gehirn gegeben zu denken. Use it. Benutze es. You pray. Also beten wir. Lord, Herr, you put this people group in my heart. Du hast diese Menschengruppe in mein Herz getan. Lord, who is this people group? Wer sind diese Menschen? Make it clear to me. Mach das klar für mich. Lord, I'm doing early childhood education. Herr, ich mache Ausbildung oder Erziehung mit kleinen Kindern. Is it children? Sind das Kinder? Yeah, they're kind of fun to play with. Ja, die sind irgendwie, das macht Spaß mit denen zu spielen. But what education do I need? But was für eine Ausbildung brauche ich? You pray. Lord, I need to get into college. Lord, what college? Herr, ich muss ins College gehen, in die Universität. Welche? Prayer is very important. Gebet ist sehr wichtig. If we don't pray, we are trying to move ahead of God. Wenn wir nicht beten, dann versuchen wir Gott vorauszueilen. We are using our own strength. Und dann benutzen wir unsere eigene Kraft. You know, I believe that God has a people group in your heart.
Ich glaube, dass Gott eine Menschengruppe in deinem Herzen schon vorbereitet hat. I want to share with you, this is the picture of my family. Ich möchte euch zeigen, das ist meine Familie. And my parents are seated there. Das sind meine Eltern. And my sister. Meine Schwester. And my other sister. Meine andere Schwester. And this is my brother-in-law. Und das ist mein Schwager. When my brother-in-law started going out with my sister. Als mein Schwager angefangen hat, mit meiner Schwester auszugehen. I was very upset. Hat mich sehr verärgert. Because he wasn't a Seventh-day Adventist Christian. Denn er war kein Siebenten-Tags-Adventist. He wasn't even a Christian. Der war noch nicht mal Christ. And I said to my sister, you should know. Und dann habe ich meiner Schwester gesagt, das solltest du doch wissen. We grew up in church together. Wir sind doch gemeinsam in der Gemeinde Don't aufgewachsen. Don't you know the Bible? Kennst du die Bibel nicht? I was very righteous. Ich war sehr rechtschaffen. I remember when he first came to the house, I didn't want to meet him. Und ich erinnere mich noch, als er das erste Mal nach Hause kam, da wollte ich ihn gar nicht. I was like a Pharisee, you know. Ich war ein Pharisäer. Anyway, finally they got married. I was upset as well. Und schließlich haben sie sogar geheiratet und das hat mich noch mehr verärgert. He's a nice guy. Ah, er ist ganz nett. But you know, on Sabbath he'll be camping, he'll be skiing, he'll be doing all his sports and outdoor activity. Aber wisst ihr, am Sabbat, da hat er eben seine ganzen Outdoor-Aktivitäten gemacht, Campings, Skifahren. And then they have two kids. Und dann haben sie zwei Kinder. And then my sister will bring the kids to church. Und meine Schwester hat diese Kinder in die Gemeinde gebracht. Oh, they're so cute when they were young. Und die sind doch so süß, wenn sie so jung sind. When I will come to church on Sabbath morning. Und wenn ich am Sabbatmorgen in die Gemeinde kam. My niece, she will come running at me and Uncle Johnny, welcome to church. Und meine kleine Nichte, die kam dann auf mich zugerannt und hat mich umarmt und hat Onkel Johnny, wie schön, dass du da bist. And then she'll walk away to her Sabbath school. Und dann ist sie in ihre Sabbatschule gegangen. And as she walked away in the shadow, und als sie so wegging in den Schatten, my heart was thinking, fing ich an zu denken. Would she be a Seventh-day Adventist Christian if her father is not a Christian? Wird sie später mal ein Christ, eine Adventistin sein, wenn ihr Vater das nicht ist? My heart was getting stirred. Und mein Herz wurde berührt. So I had another friend in church. We began to pray together for our family. Und mit einem weiteren Freund in der Gemeinde begannen wir zu beten für meine Familie. Every week we will covenant in prayer. Und jede Woche haben wir das bebetet. He will pray for his two Buddhist sisters. Er hat für seine zwei buddhistischen Schwestern gebetet. And we will pray for my brother-in-law. Und wir haben für meinen Schwager gebetet. My brother-in-law began to come every now and then to bring the children to church. Und es begab sich, dass mein Schwager ab und zu mal zur Gemeinde kam, um die Kinder zur Gemeinde zu bringen. Sometimes we say, oh, we pray for our family, but we don't pray consistently. Manchmal sagen wir beten für unsere Familie, aber nicht so wirklich durchgängig. So Matthew 18 verse 19 say, if two were to agree on earth, the Father would agree with us. In Matthäus heißt es, wenn zwei oder drei sich versammeln und für etwas beten, dann wird der Vater das After erhören. 3 months of weekly prayer together. Nach 3 Monaten wöchentlichen Gebetes. I was going to church. Bin ich in die Gemeinde that gegangen. Sabbath morning I put on my tie, going to church. Und an diesem Sabbatmorgen habe ich meinen Schlips angelegt und bin in die Gemeinde gegangen. As I was preparing to go to church, God said to me, ask your brother-in-law for Bible study. Und als ich in die Gemeinde ging, da sagte der Heilige Geist zu mir, frag deinen Bruder, dein Schwager, ob er Bibelstunden haben möchte. You don't go. I said, God, I don't go to family members and say, do you want Bible study? Herr, habe ich gesagt, weird. Ich gehe doch nicht zu Familienmitgliedern und frage sie, ob sie Bibelstunden haben. We talk about everything else, but we don't talk about giving Bible study. Das ist doch verrückt. Also wir unterhalten uns über alles mögliche andere, aber doch nicht über Bibelstunden. Also go ask the pastor. Dann habe ich gesagt, Gott, geh und frag mal den Pastor. God said, no, you've been praying. Gott hat gesagt, du hast doch gebetet. You've been aligning your heart with my heart. Du hast doch dein Herz ausgerichtet auf meins. Also go ask the elder. Dann habe ich gesagt, geh doch den Ältesten fragen. God said, you're the elder of the church. Und dann sagte Gott, du bist doch der Älteste. Oh Mann. Get somebody else. Kannst du nicht jemand anders finden? I was sitting at the back in the children room, you know, during the worship. Und dann habe ich hinten gesessen in dem Kinderraum. Sabbath school is finished. God said, come on, ask him. Und die Sabbatschule war schon vorbei und die Predigt war am Laufen und Gott sagte zu mir, los, frag ihn. No.
Und ich sagte, strange. Nee, das ist komisch. Worship is finished. Und die Predigt war vorbei. Closing song. Und der Abschluss Song. I was sitting in the back in the children room. Und ich sitze ganz hinten in dem Kinderraum. My brother-in-law is sitting next to me. Und mein Schwager sitzt direkt neben mir. God said, come on, ask him. Und der Herr sagte zu mir, los, frag ihn. I can't. Und ich sagte, ich kann nicht. So he picked up my niece, carried my niece and walked away. Und er hat meine Nichte aufgehoben und ist weggegangen. And then he turned around. Und dann drehte er sich um. He said, Johnny, is it okay sometimes we read the Bible together? Und dann drehte er sich um und fragte, hey Johnny, ist es okay, wenn wir vielleicht ab und zu mal die Bibel lesen? I look at him, not give Bible study, read the Bible together. Oh yeah, yeah, we can read the Bible together. Keine Bibelstunden, aber ja klar können wir gerne die Bibel lesen. God said to me, you chicken. God said to me, you chicken. Und Gott sagte mir, du Feigling. You don't open your mouth, I make him open his mouth. Du hast deinen Mund nicht geöffnet, dann habe ich eben seinen Mund geöffnet. God is so funny sometimes. Gott hat manchmal ein bisschen Humor. Every Sabbath school time, we would sit in the car park while he would send his children to Sabbath school. We have Bible study. Und jedes Mal, wenn wir draußen auf dem Parkplatz waren und er seine Kinder von der Sabbatschule abholte oder brachte, dann hatten wir eine kurze Bibelstunde. He began to learn about God. Und er lernte über Gott. He learned about Jesus. Und er lernte über Jesus. Remember, he is the typical Aussie Australian that have no knowledge of God. Erinnert euch, er ist ein typischer Aussie, also ein typischer Australier. Australian, Aussie, yes. Yeah. And he loves his outdoors. Und er liebt seine Outdoor-Aktivitäten. You know, but the Lord changed him. The power of the Word of God began to change his life. Aber der Herr änderte ihn. Die Kraft des Heiligen Geistes und des Wortes änderte sein Leben. You know, Germans like to drink, yeah? Ihr wisst doch, dass Deutsche auch gerne trinken, Alkohol. Ne? Yeah, Australians like to drink too. Und in Australien ist das genau das Gleiche. These are all the challenges. Und das waren diese ganzen Herausforderungen. But there's power in the Word of God. There's power in the Holy Spirit. Aber da ist Kraft im Heiligen Geist und im Wort Gottes. That day he was baptized in the outdoor. After a few months. An diesem Tag war er getauft worden, outdoors in einem Fluss. There's a saying: pray until something happens. Und da gibt es einen Spruch, das heißt push, und es ist ein Akronym für bete bis etwas passiert. Pray until something happens. Bete, bis etwas passiert. Do not give up. Gib nicht auf. Covenant in prayer. Umschließe sie, ummantle sie im Gebet. Align your heart with God's heart. Und richte dein Herz mit Gottes Herzen aus. His son, sein Sohn, was 12 years old. War 12 Jahre alt. And he began to attend church regularly too with the father now. Und auch er ist jetzt mit seinem Vater in die Gemeinde gekommen. And it's my nephew said to me, Uncle Johnny. Mein Neffe hat zu mir gesagt, Onkel Johnny. Can you give me Bible study? Kannst du mir Bibelstunden geben? Every Wednesday after school, I pick him up. Jeden Mittwoch nach der Schule habe ich ihn abgeholt. I remember the first day I pick him up for Bible study. Und ich erinnere mich an den ersten Tag, wo ich ihm Bibelstunden gegeben habe. And I remember he took from his backpack a black Bible. Und ich erinnere mich, dass er von seinem Rucksack eine schwarze Bibel nahm. And the Bible was a little bit broken. Und die Bibel war so ein bisschen kaputt. And I said, you're going to use this for Bible study? He said, yeah. Hey, wirst du diese Bibel benutzen für die Bibelstunde? Und er sagte, ja. He said, yeah, you know what Bible this is, Uncle Johnny? He says. Und er sagte, weißt du, wessen Bibel das ist? This was the same Bible you used to study with my father several years ago. Das ist dieselbe Bibel, die du benutzt hast, um mit meinem Vater zu studieren vor einigen Jahren. It was a joy to study with my nephew. Es war eine unheimliche Freude, mit meinem Neffen zu studieren. To see him get baptized that day in the river. Und zu beobachten, wie er im Fluss getauft wurde an diesem But Tag. More importantly, can you see the face of the father to the son? Aber viel viel wichtiger, könnt ihr das Gesicht des Vaters zu seinem Sohn erkennen? The joy of the father. Diese Freude des Vaters. This is the joy of heaven. Das ist die Freude im Himmel. Heaven looks down upon us and say, you have a people group.
der Himmel guckt zu unten herab zu uns und sagt, ihr habt eine Menschengruppe. It could be even your family. Das könnte sogar deine Familie It sein. Could be your brothers or your sisters. Es könnte dein Bruder oder deine Schwester It sein. Could be your children. Es könnten deine Kinder sein. Heaven wants you to have that joy of heaven. Und der Himmel möchte, dass ihr diese Freude des Himmels verspürt. No greater joy. Es gibt keine größere Freude. No greater vision there is. Es gibt keine größere Vision. Unless the lost is found in the kingdom of heaven. Es sei denn, jemand, ein verlorenes Schaf wird gefunden für das Himmelreich. No greater joy that is that God used you for the sake of that person for the kingdom of heaven. Es gibt keine größere Freude, als wenn Gott dich benutzt für das Heil eines Menschen. Lord, Herr, who is that people group? Wer ist diese Menschengruppe? Make that prayer. Bete dieses Gebet. Lord, give me consistency in my prayer life. Herr, gib mir Konsistenz in meinem Gebetsleben. Teach me to pray until something happens. Lehre mich zu beten, bis etwas passiert. And finally, the last P. Und jetzt am Schluss das letzte P. Our personal sacrifice. Unsere persönliche Beteiligung. Nehemiah chapter 1 verse 11. Nehemiah Kapitel 1 Vers 11. The Bible says at the end of his prayer, for I was the king's cupbearer. Denn es heißt hier, denn ich war der Mundschenk des Königs. Before he said that, he says in verse that, Lord, you know, he says in verse 11, oh Lord, I pray, please let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who desire to fear your name, and let your servant prosper this day, I pray. Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Lass deinen Diener doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich, denn ich war der Mundschenk des Königs. Pray. Bete. But be prepared when God says, I need you in that solution. Aber wenn du betest, dann sei auch bereit, wenn Gott sagt, I need your finance in that solution. Ich benötige deine Finanzen in dieser Lösung. I need you to give up that job for that solution. Ich benötige, dass du den Job aufgibst für diese Lösung. That relationship got to go for this solution. Diese Beziehung muss beendet werden. You have to leave the country for this solution. Du musst dein Land verlassen für diese Lösung. There is a personal sacrifice in court. Es ist ein persönliches Opfer vonnöten. Because it's not really a sacrifice. Aber das ist nicht wirklich ein Opfer. It is a special journey God is bringing you. Es ist eine spezielle Reise mit Gott. I remember I was working in Oracle Corporation. Und als ich für Oracle gearbeitet habe, I've been there 10 years. Da habe ich 10 Jahre gearbeitet. I built up a business from scratch. Und ich habe dieses Business aus dem Staub erhoben. I was the head of travel and transportation industry for Asia Pacific. Ich war der oberste Chef von Reisen und Transportindustrie. So all my customers are like your Lufthansa's, all your German travel and transportation customers as well. Das heißt, meine Kunden waren Kunden wie Lufthansa und andere große Frankfurt Airport, all those industries. Diese großen Industrien. I look after countries from Korea to New Zealand, Pakistan to the Philippines, 23 countries. 23 Länder in Asien hatte ich versorgt. I learned to sleep 2 nights on the plane every week. Und ich habe gelernt, 2 Nächte im Flugzeug zu schlafen pro Woche. My home is in Melbourne, but my office is in Singapore. Mein Heim war in Melbourne, aber mein Büro war in Singapur. Every Sunday night at 11 o'clock, my car picks me up. I go on the plane. I sleep for 6 hours on the plane. I start to work on Monday morning in Singapore. Also jeden Sonntagabend holt mich das Taxi ab und ich fliege nach Singapur, schlafe 6 Stunden im Flieger, um dann am Montagmorgen mit Arbeit zu beginnen. The Lord bless the work. Und der Herr hat diese Arbeit gesegnet. The business grew and grew and grew. Das Geschäft ist gewachsen und immer mehr. Even though we started off at the Asian economic crisis. Obwohl wir in der Asienkrise. It became a multi-million dollar business. Es war am Schluss dann ein Multimillionen-Dollar Geschäft. But then the Lord stirred my heart. Aber dann hat der Herr mein Herz berührt. There was a group of young people in Melbourne begin to reach out to the city people in Melbourne City. Es gab dort eine Gruppe von jungen Menschen, die begonnen haben, die jungen Menschen in Melbourne erreichen zu wollen, in der Innenstadt. God said, help them. Und Gott sagte, hilf ihnen. How can I? Wie soll ich das tun? I got a busy job. Ich habe doch einen sehr stressigen This Job. This is the time of technology boom.
Jetzt ist doch gerade die Zeit, wo die Technologie. And so there was a demand for my time. Und da gab's Bedarf an meiner Zeit. But the work was tough. Und die Arbeit war hart. Even you are a Nasdaq company. Wenn ihr in eine börsennotierte you have to report to the stock market every quarter. Und dann muss man jedes Viertel an die Börse two weeks reporten. Before the end of the quarter. Und jeweils zwei Wochen vor dem Ende des Viertels. My boss will call me. Hat mein Boss mich angerufen. Your business supposed to return X millions dollars this coming quarter. Your forecast said you are short by $2 to $3 million. Find it in 2 weeks. Und da hat mich mein Boss angerufen und hat gesagt, hier, du, dein Business soll so und so viel Millionen Dollar machen in diesem Vierteljahr. Ihr seid 2 bis 3 Millionen Dollar im Rückstand. Du musst das in den nächsten zwei Wochen aufbringen. You know what I do? Und wisst ihr, was ich tue? I call my 3 general managers, 4 general managers. Dann habe ich meine 4 Manager angerufen. You're short by 1 million, you're short by 2 million, you're short by 3 million. You go find it in 2 weeks. Da habe ich denen gesagt, du bist zu kurz von 1 Million, du bist 2 Millionen zurück, du 1 Million, ihr habt zwei Wochen Zeit. They call the country manager, they call the sales manager, they keep putting the pressure on. Und jeder von denen hat immer die Untergebenen angerufen und den Druck nach unten weitergereicht. Every quarter we work like this. Und jedes Vierteljahr haben wir so gearbeitet. If you don't meet your target in 2 quarters, you're fired in this company. Und wenn ihr euer Ziel nicht in 2 Vierteljahren nicht erreicht, dann werdet ihr rausgeschmissen. We signed a major deal. Und dann haben wir einen großen Deal unterschrieben. The largest software deal in China history. Das war das größte Geschäft in Software in China. I had a team of 50 people bidding for this project. Und ich hatte ein Team von 50 Leuten, die für in oh, diesem Projekt. Oh, the boss was so happy. Und der Boss hat sich so gefreut. He says, "Let's meet up." Und dann hat er gesagt, come on, lass uns treffen. You know, when you sign a deal, the boss always wants to say, let's go for drinks. Und immer wenn ihr ein Geschäft abgeschlossen habt, dann kommt der Boss und möchte gerne für Drinks ausgehen. But even after you sign that deal, before you finish the drink, the boss will say, find me a bigger deal. Aber jedes Mal, wenn ihr diesen Deal dann gemacht habt, bevor ihr fertig seid mit euren Drinks, dann sagt der Boss, hey, finde mir noch ein größeres Geschäft. Never satisfied. Er ist niemals zufrieden. I told the boss, actually, I'm very tired. Und ich habe dann meinem Boss gesagt, ach weißt du, eigentlich bin ich ziemlich müde. I wasn't happy anymore. Ich war nicht mehr glücklich. So what? A biggest deal in China. Der größte Deal in China. I told the boss, I want to resign. Und dann habe ich meinem Boss gesagt, hey Boss, ich möchte gerne aufhören. You what? Was? We've got to meet. Wir müssen uns treffen. All right, we meet next week. In week in the Singapore airport at 6 a.m. in the morning. He flew in from San Francisco, I flew in from Hong Kong at that time. Also haben wir uns verabredet, dass wir am nächsten Montagmorgen um 6 Uhr in Singapur uns treffen. Er kam aus 6 a.m. in the morning. Genau. And 6 a.m. is the best time to meet your boss. No email, no interruption. Und 6 Uhr morgens ist die beste Uhrzeit, um deinen Boss zu treffen, weil keine Ablenkung dabei passiert. You know what the boss said to me? Und wisst ihr, was mein Boss mir gesagt hat? You know what was his first question? Wisst ihr, was deine erste Frage war? Who is paying you more? Wer bezahlt dir mehr? Because if you sign a big deal, your competition will hire you, will target hire you. Denn wenn ihr einen großen Deal abgeschlossen habt, dann kommt die Konkurrenz und will dich sozusagen weg. This is business, isn't it? Und das heißt Geschäft, ne? Competition. Wettbewerb. Who is paying you more? Wer will dir mehr bezahlen? Some of us have sold our life to the work, don't we? Und manche von uns haben ihre Seele der Arbeit verschrieben, nicht wahr? Verkauft sogar. You can gain the whole world and lose your soul. Du kannst die ganze Welt gewinnen, aber deine Seele verlieren. I said, boss, no one's paying me more. Und dann habe ich gesagt, nee, Boss, keiner I got something better to do. Ich habe etwas Besseres zu tun. There was a group in Melbourne that was starting up. Da gibt es eine Gruppe in Melbourne, die gerade loslegt. Boss said, but you just built us a multi-million dollar business. Aber du hast doch dieses multi-million dollar Geschäft. I said, I have no joy in that. Ja, habe ich gesagt. Aber you can das go macht for the signing Freude. Ceremony in China. I don't care. Du kannst da zu dieser Unterschriftszeremonie gehen in China. Ich habe kein Interesse daran. My boss said to me, okay, let me think about it. Und dann sagte mein Boss zu mir, okay, lass mich drüber nachdenken. Hang on, I'm resigning. What are you thinking about?
Dann habe ich gesagt, hey, Moment mal, ich bin doch derjenige, der hier den Job hinschmeißt. Two weeks later, I met him again. Und zwei Wochen später habe ich ihn nochmal getroffen. I was already arranging for one of the general managers to take over my job. Und ich hatte schon Arrangements getroffen, um einen der General Managers, die meinen Job übernehmen sollten. My boss called me into the office. Und mein Boss hat mich in sein Büro zitiert. And he said to me, Johnny, I've thought about it. Und er sagte mir, Johnny, ich habe darüber nachgedacht. I said, thought about what? Worüber hast du nachgedacht? About you resigning. Über deine Kündigung. I said, no, I've already decided. Da habe ich gesagt, nee, das habe ich doch gesagt. You can't leave. Aber er hat gesagt, du kannst nicht. You're an Oracle executive. We lock you up on a 5-year compensation plan. Du kannst nicht gehen. Du bist eine Leitungspersönlichkeit. Wir haben dich auf einem 5-Jahresplan schon festgelegt. Because in Oracle they pay us by stock options and as part of the executive program. Weil bei Oracle da bezahlen sie dich mit Aktien. My boss said, if you walk away, you lose a lot of money. Denn mein Boss sagte, wenn du jetzt gehst, dann verlierst du einen Haufen Geld. In business we call this the golden handcuff. Und im Business heißt das die goldenen Handschellen. I said no, I'm leaving. Und ich habe gesagt, nee, ich gehe. I got something better to do. Ich habe etwas Besseres zu tun. All right, he says. I'll give you 1 year off, he says. Okay, sagt er. Ich gebe dir ein ganzes Jahr frei. I said, boss, there's no such thing. Ich sage, Boss, das gibt's nicht. I run a business unit. We have no sabbatical in our policy. Ich sage, ich kenne mich doch aus im Business. Es gibt sowas nicht wie ein Sabbatjahr. We are a NASDAQ revenue-driven company. We're not a charity. Wir sind doch keine Wohltätigkeitsorganisation. He said, I'm the boss. I do whatever I want. Er sagte, ich bin der Chef. Ich tue, was immer ich will. He wrote the email to VP for HR. Give him 1 year off. Und er hat eine E-Mail geschrieben an die Personalabteilung und gesagt, gib ihm 1 Jahr frei. And the VP wasn't happy. Und die waren überhaupt nicht glücklich. Because they have to make a new policy in the company. Denn sie mussten jetzt eine neue Policy kreieren. When I left, als ich ging, the company, for 1 year, they actually still pay me because they froze my compensation plan. Und als ich ging, haben sie mich sogar noch für ein ganzes weiteres Jahr bezahlt, denn sie haben meinen Compensation Plan. Not by salary, but by the stock. Genau. Also das heißt, er hat kein Gehalt mehr bekommen, aber durch diese Aktienoption hat er weiter Geld verdient. I went back to Melbourne. Ich bin also zurück nach Melbourne gegangen. I became a missionary in my own city. Und wurde ein Missionar in meiner eigenen Stadt. A director of Oracle door knocking on the door. Und der Direktor von Oracle hat an meiner Tür geklopft. And there was more joy. Und es war mehr Freude in meinem Leben. Because you're making eternal consequence, eternal difference. Weil ihr einen ewigen Einfluss, Impact habt. I left on 31st of August 2001. Ich bin am 31. August. When? 31st of August 2001. Also 2001, am 31. August habe ich aufgehört. It was the time of technology boom. Und das war die Zeit des Technologieboom. My clients, the airport airline shipping, were doing well. Meine Kunden, die Airlines, denen ging es allen sehr gut. But 11 days later, aber 11 Tage später, we have 9/11. War der 11. September. Two planes crash into the World Trade Center. Zwei Flugzeuge, die in das plane World Trade Center crash in the Pentagon. Und ein Flugzeug in das Pentagon. When plane crash, people don't fly. Und wenn Flugzeuge abstürzen, dann fliegen Menschen nicht mehr so when gerne. When people don't fly, airline don't make money. Und wenn Menschen nicht mehr so gerne fliegen, dann machen die Airlines nicht mehr so viel Geld. When airlines don't fly, airport don't make money. Und wenn die Airlines nicht fliegen, dann machen die Flughäfen kein Geld. There was the scare for the Amtrak scare, the cargo, the freight scare as well. Und so war ganz viel Angst da in dieser Transportindustrie. My whole customer segment collapsed in 11 days after I left Oracle. Meine sämtliche Kundenschaft ist kollabiert 11 Tage nachdem ich gegangen bin. If I was still working, I would have a hard time. Wenn ich zu dem Zeitpunkt noch gearbeitet hätte, hätte ich eine sehr schwierige Zeit gehabt. My other executives said to me, Johnny, how did you know? Und meine anderen Kollegen haben gesagt, Johnny, woher wusstest du das? Sometimes I joke with them. Und manchmal mache ich so ein paar Witze mit ihnen. I say, Salam bin Laden sent me an email. Und ich sage, Osama bin Laden hat mir eine E-Mail geschrieben. No, there is a God in heaven that knows. Nein, es gibt einen Gott im Himmel, der weiß. There's a God that says, I will do everything beautiful in his time.
Denn da gibt es einen Gott, der sagt, ich werde alles Gute tun in meiner Zeit. There's a God in heaven that knows where you're going to be for your vision. Es gibt einen Gott im Himmel, der weiß, wo du sein wirst in seiner Vision. You need to take the step of faith. Du musst diesen Schritt des Glaubens tun. It needs personal commitment. Das benötigt persönliche. Then a great vision will arise. Involvement und das war jetzt Englisch. Und eine neue Vision wird sich auftun. Clear on your people group. Denke an deine Menschengruppe. Pray consistently. Bete für sie. Prepare to take that step. Und bereite dich vor, diesen Schritt zu tun. Do you want a great vision from God? Möchtest du eine große Vision von Gott haben? Do you think God is calling you for a special purpose for such a time as this? Glaubst du, dass dich Gott für eine besondere Aufgabe in einer besonderen Zeit beruft? You didn't come to this conference by accident. Du bist hier nicht auf dieser Konferenz per Zufall. God has a reason why you're here in this particular event. Gott hat einen Plan mit dir und eine Begründung, warum du hier an diesem Ort gerade heute bist. But he may need your job, he may need that relationship, he may need that not because he doesn't have everything, but because it's for your own sake that he needs. Und es mag sein, dass du deinen Job oder deine Beziehung verlassen musst, aber das ist nicht, weil Gott dich ärgern will, sondern weil Gott einem glaubt, dass es für dich besser ist. I want to pray for each one of us. Und ich möchte für jeden von uns, einzelnen von uns beten. As I pray, I'm just going to ask for one appeal, that the Lord to speak to your heart. Und während dieses Gebetes bete ich nur um eines, dass der Herr zu deinem Herzen sprechen möge. Let us pray. Lass uns beten. Every head bow, every eye closed. Jedes Auge geschlossen, jeder Kopf gesenkt. Heavenly Father. Oh, himmlischer Vater. The God who knows the beginning to the end. Der Gott, der das alles vom Anfang bis zum Ende weiß. The God of Nehemiah. Der Gott Nehemias. The God of Paul and the God of all the great leaders in the Bible. Der Gott Paulus und der Gott der sämtlichen großen Führer in der Bibel. Our God who loves us. Unser Gott, der uns liebt. You have a great vision for us. Du hast eine große Vision für uns. But Father, we are in a crossroads. Aber Herr, wir sind an einem Scheideweg. You brought us here for a reason. Du hast uns hierher gebracht aus gutem Grund. We're not sure exactly what it is. Und wir wissen nicht genau, warum genau. But we claim your promise in Jeremiah 29, verse 11. Aber wir möchten die Verheißung in Jeremia 2, Vers 11 für uns in Anspruch nehmen. Your word says that you have your thoughts towards us. Denn dein Wort sagt, dass du Gedanken für uns hast. To give us a hope and a future. Um uns eine Hoffnung, eine Zukunft zu geben. We believe in your word, Father. Wir glauben in die Zukunft. You promised to give it to us. Denn du hast versprochen, sie uns zu geben. My brothers and sisters. Meine Brüder und Schwestern. As your head is bowed and your spirit of God is talking to you. Während eure Köpfe gebeugt sind und der Geist Gottes zu euch spricht. The Lord is calling you to take a step of faith forward. Da ruft dich der Herr, einen Schritt des Glaubens nach vorne zu tun. It's not comfortable. Das ist nicht einfach. Maybe it's a change of career or job. Vielleicht bedeutet das eine Veränderung in der Karriere. Maybe it's to serve him in a greater capacity. Vielleicht geht es darum, dass du ihm in einer anderen Kapazität, einer größeren Kapazität dienst. The Spirit of God has spoken to you today. Und der Heilige Geist hat zu dir gesprochen heute. And today, Lord, you said to the Lord, Lord, I want to take that step. Und dann sagst du heute, Herr, ich möchte heute diesen Schritt tun. If that is you, I ask you to stand. Und wenn das du bist, dann bitte ich dich aufzustehen. Take a stand because the Lord wants you to experience the power that he'll give you. Stell dich hin und weil der Herr möchte, dass du diese Kraft selber verspürst und erfährst. Lord, I need to take that stand. Herr, ich muss diesen Stand nehmen. Is there anyone else that need to take that stand? Lord, I want to make a difference in the world that you place me in. Herr, ich möchte einen Unterschied in der Welt machen. Zeige mir, wo du mich gerne haben möchtest. Amen. Amen. Lord, you don't want me to do business as usual anymore. My life needs to be in your hands to do business unusual. Herr, du möchtest nicht, dass ich weitermache wie bisher. Du möchtest, dass ich neue Schritte wage und business unusual gehe. There are places in Germany that needs to hear the gospel. Es gibt Orte in Deutschland, die die Botschaft hören müssen. Lord, Herr, help me to take that stand. Hilf mir, diesen Stand zu tun. Is there anyone else?
noch jemand, that the Spirit speaks to you. Zu dem der Herr spricht. You take the stand for Jesus, not for me. Und ihr steht jetzt für Jesus, nicht für mich. Father, you see the brothers and sisters that are standing before us. Vater, du siehst die Brüder und Schwestern, die vor uns stehen. Their hearts are stirred by your words, Father. Ihre Herzen wurden berührt von deinem Wort, Herr. They are taking steps of faith, whether for their family, whether for their job, whatever it is, Father. They don't walk alone, Father. Walk with them. Herr, sie stehen, um diesen Weg nicht alleine zu gehen. Sei es für ihre Familie oder für ihren Job. Bitte, Herr, bleib bei ihnen. Father, bless the decision. Herr, segne die Entscheidung. Help them to sense your daily presence. Hilf ihnen, deine tägliche Gegenwart zu spüren. May your spirit pour power upon their life. Möge der Geist Kraft auf ihr Leben ausgießen. This is our prayer. Das ist unser Gebet. And all God's people say amen. Und alle Gottes Menschen sagen Amen. 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 Amen.